Ich glaube, sie stecken in einer Falle und das ist ein großes Problem, denn es würde als Kurswechsel betrachtet, den niemand verstehen würde. François, wollen wir auf Zentralbanken eingehen? Haben Sie Ihr Handlungspotenzial ausgeschöpft? Ich denke ja. Viele Zentralbanken haben in den letzten 18 Monaten viel gemacht, sei es im Sinne der geldpolitischen Stimuli oder der Fed-Entscheidung, die Zinsen nicht zu schnell zu normalisieren. Deshalb denke ich, haben sie jetzt einen sehr beschränkten Spielraum fürs Zinsmanöver. Sie haben die Fed erwähnt. Wie würden Sie den Ansatz von Janet Yellen in dieser Angelegenheit kommentieren? Da habe ich meine Bedenken hinsichtlich ihrer Handlungen, insbesondere seit Herbst 2015, als sie erklärte, die Weltwirtschaftslage rechtfertige eine Verzögerung der Zinserhöhung in den USA. Dabei wies sie auf die Besorgnis der Fed hin. Dies halte ich für einen sehr gefährlichen Prozess, weil die Fed die Notenbank der USA ist, aber nicht die Notenbank der Welt. Man könnte auch davon ausgehen, dass nach solch einer vagen Aussage alles Mögliche als Vorwand für weitere Verzögerungen im Zinserhöhungsprogramm dienen kann. Das finde ich gefährlich. Wie schätzen Sie die allgemeine Glaubwürdigkeit der Zentralbanken? Ist die Glaubwürdigkeit auf Dauer beschädigt oder wie steht's damit? Aus dem Verhalten der Aktienmärkte sowie der Finanzmärkte im Allgemeinen seit Sommer letzten Jahres kann man meines Erachtens auf ein Problem mit Glaubwürdigkeit der Zentralbanken schließen. Auch die Entscheidung der japanischen Notenbank, einen Negativzins einzuleiten, hat die Märkte weitgehend destabilisiert. Der Aktienmarkt in den USA ist höchst volatil. Man ist im Zweifel, wie es mit den Zinsraten weitergehen soll. Statt ursprünglich 4 Zinserhöhungsschritten wird nur noch eine Zinserhöhung im Jahr 2016 erwartet. Mittlerweile gibt es viele Fragen an die Zentralbanken, vor allem an ihre Glaubwürdigkeit. In dieser Kontroverse ist die japanische Frage recht interessant. Erwarten Sie, dass die japanische Notenbank die Negativzinsen bald abschaffen wird? Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie steckt in einer Falle und das ist ein großes Problem. Denn es würde als Kurswechsel betrachtet, den niemand verstehen würde, wenn sie den Zins aus dem Negativbereich wieder in den Positiven hochholen würde. Ich glaube, die Zentralbank ist in einer schwierigen Lage. Und schließlich, François, finden Sie, dass die aktuellen Aktienpreise einer realistischen Bewertung entsprechen? Ich denke, dass nach dem Aufschwung, der von Mitte Februar bis Ende April dauerte, die Aktienpreise auf ein unrealistisches Level gestiegen sind und einer Konsolidierung bedürften. Diese ist bereits seit einigen Tagen eingetreten. Das finde ich ziemlich logisch im Hinblick auf das mittlerweile hohe Preis-Gewinn-Verhältnis auf dem Aktienmarkt, insbesondere in den USA, deren Wachstumsaussichten höchst bedenklich sind. Der Markt dürfte für die nächste Konsolidierung um 5-7% reif sein. Dieser Vorgang sollte sich in den nächsten Monaten entwickeln. Man sollte auch den berühmten Spruch beachten, sell in May and go away. Nun kommt eine Saisonphase, die für Risikoaktiva nicht besonders günstig ist. Ich würde davon ausgehen, dass die für Aktien und Risikoaktiva generell schwierige Phase uns erst bevorsteht. Deshalb würde ich mich erstmal zurückhalten und Aktien untergewichten. Okay, da muss man abwarten. François, vielen Dank für den Einblick. Gern geschehen. Und danke für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie mit Doccascope TV stets auf dem Laufenden. Bis bald.